Wie Sie unerwünschte, bewegte Objekte aus Ihrem Video entfernen, das erkläre ich Ihnen in diesem Video. Und dazu nutze ich eine sehr günstige Software, den Video Object Remover von Hitpaw. Und die Software kann nicht nur Objekte entfernen, sie kann auch Hintergründe entfernen. Das ist zum Beispiel interessant, wenn Sie Compositings machen wollen oder auch für Ihre Social Media Auftritte neues Material benötigen. In einem anderen Video habe ich Ihnen bereits den Watermark Remover vorgestellt. Das ist der gleiche Anbieter. Ich verlinke Ihnen das Video hier. Der Hauptunterschied ist jetzt, dass Sie mit dem Video Object Remover auch Objekte entfernen können, die sich selbst bewegen. Und Sie sehen auch hier, dass der Preis relativ günstig ist. Wenn Sie zusätzlich sparen wollen, dann schauen Sie sich mal den Link hier unterhalb des Videos an. Dort finden Sie auch einen Rabattcode, mit dem Sie nochmal zusätzlich sparen. Wenn Ihnen der Preis ziemlich hoch vorkommt, dann schauen Sie sich mal andere Softwareprodukte an, wie zum Beispiel ProDateHide. Die machen das Gleiche. Die kosten dann auch schon mal 500 Euro. Den Preis kann man also nicht direkt vergleichen, die Leistung aber schon. Und am Ende müssen Sie sowieso selbst entscheiden, was Sie für die Lösung Ihrer Probleme ausgeben möchten. Die Software selbst ist schnell installiert. Und das Schöne ist, sie gibt es in verschiedenen Sprachen, darunter Deutsch. Das heißt, auch die Anleitungen sind auf Deutsch. Und ich bekomme hier schon gleich beim Start Tipps. Damit Sie das Ganze nachvollziehen können, nehme ich einfach mal ein Beispielvideo, was hier mitgeliefert wird. Schauen wir uns das mal kurz an. Da fliegen also Möwen. Ich könnte auch versuchen, die Frau hier rauszuretuschieren, aber ich versuche einfach mal einen Vogel zu entfernen. Als erstes muss ich hier das AI-Modell wählen, also das Modell für die künstliche Intelligenz. Und hier gibt es zwei verschiedene zur Auswahl. Zum einen die Objektentfernung. Das wäre jetzt also zum Beispiel, um ein Objekt zu entfernen, wie eine Möwe. Oder aber ich möchte den Hintergrund entfernen. Auch das zeige ich Ihnen noch in einem Beispiel. Ich entscheide mich also für die AI-Objektentfernung. Und auch hier bekomme ich die nächsten Schritte angezeigt. Ich gehe nochmal an den Anfang des Videos. Und ich möchte jetzt hier diesen Vogel hier entfernen, denn der tanzt so ein bisschen aus der Reihe. Die Frau lockt ja quasi hier die Möwen an. Und deshalb markiere ich jetzt hier einfach mal mit gedrückter Maustaste die Möwe. Jetzt wird mir hier meine Auswahl angezeigt. Ich könnte jetzt im gleichen Bild noch weitere Objekte markieren. Das möchte ich jetzt aber nicht machen. Ich klicke auf Next und jetzt arbeitet hier die KI. Sie sehen auch schon, dass die Möwe hier so gelb unterlegt worden ist. Jetzt möchte ich mal gucken, warum hier dieser Strich nicht komplett durchgeht. Ich vermute, dass das Objekt sich aus dem Bild herausbewegt. Ja. Und Sie sehen, dass jetzt hier dieser Hitpaw Object Remover vollautomatisch eine gelbe Fläche über mein Objekt gezeichnet hat, die sich auch verändert, je nach der Bewegung. Wenn ich hier sehe, dass bestimmte Bereiche nicht erfasst worden sind, dann kann ich die mit dem Pinsel einfach nochmal nachzeichnen. Und das mache ich dann normalerweise hier Schritt für Schritt. So würde ich dann hier durchgehen, aber das ist normalerweise auch nicht notwendig. Ich schaue mir mal die Vorschau an. Und jetzt sehen Sie, dass die Möwe hier verschwunden ist. Nicht ganz, hier sind noch so ein paar Reste zu sehen. Da würde ich jetzt nochmal zurückgehen ins Videobild und eben diese gelbe Fläche an der entsprechenden Stelle nochmal nachzeichnen. Das hat also gut funktioniert. Ich sage aber auch ganz offen und ehrlich dazu, ich habe noch verschiedene andere Tests gemacht und so gut wie es jetzt hier funktioniert hat, hat es nicht immer funktioniert. Deshalb auch hier mein Tipp, laden Sie sich die Software herunter, testen Sie erstmal und schauen Sie mal, ob das eine Lösung für Sie sein kann. Schauen wir uns noch ein weiteres Beispiel an. Ich möchte jetzt einen Hintergrund entfernen. Dazu ziehe ich mir einfach das Video hier in diesen Bereich hinein. Schauen wir kurz mal rein. Da sind relativ viele Informationen im Videobild enthalten. Und ich möchte jetzt versuchen, hier das Mädchen und den Vater herausrechnen zu lassen von dem Hintergrund. Das heißt, das Kornfeld und auch der Himmel, die sollen verschwinden. Denn ich möchte die beiden Personen nutzen, um zum Beispiel in ein anderes Videobild hineinzubringen. Also ich möchte ein Compositing machen. Es könnte auch sein, dass ich zum Beispiel für meinen Social-Media-Auftritt nur die beiden haben möchte vor einer Grafik, einer Animation oder einer einfarbigen Fläche. So, schauen wir mal, wie das funktioniert. Diesmal wähle ich als AI-Modell die AI-Hintergrundentfernung. Und ich kann jetzt entscheiden, ob mein Hintergrund transparent sein soll oder aber ob er grün gefüllt werden soll. Ich entscheide mich erstmal hier für die Transparenz. Ich klicke mal auf Vorschau. Ja, das hat nur wenige Sekunden gedauert, also nicht mal eine Sekunde. Und das ist schon beachtlich. Also der Hintergrund ist komplett verschwunden. Wow, okay, das ist echt überzeugend. Ich schaue mir das Ganze nochmal mit Grün an. Auch hier gehe ich wieder auf Vorschau.
Und auch hier bekomme ich sofort ein Ergebnis angezeigt. Auch das sieht gut aus. Gut, hier an den Händen gibt es ein paar Unsauberkeiten, aber ich denke, damit kann ich leben, denn in der Regel kann ich ja dieses Grün auch nochmal anfassen in meiner Videoschnittsoftware oder im Compositing-Programm. Aber das ist schon sehr überzeugend. Also als Fazit möchte ich sagen, der HitPour Object Remover funktioniert beim Entfernen von bewegten Objekten nur so, naja, nicht immer ganz so gut, aber den Hintergrund, den kriegen sie richtig gut damit raus und das in wenigen Sekunden. Auch hier überzeugt mich der Preis und die einfache Anwendung. Schauen Sie sich gerne mal die Software selbst an. Wie gesagt, hier unterhalb des Videos finden Sie einen Link und auch einen Gutscheincode, mit dem Sie sparen können. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann geben Sie mir einen Daumen hoch. Und wenn Sie Fragen haben, dann sprechen Sie mich oder mein Team an. Ich bin Thomas Wagner von der Filmpraxis.